Spinnen sind gruselig. Es ist schon verrückt genug, diese achtbeinigen Kreaturen auf Fernsehbildschirmen und Buchseiten zu sehen. Aber was passiert, wenn sie beschließen, die Menschen zu Hause zu besuchen? Purer Horror. Zum Glück haben wir einige auf Video, damit du weißt, was dich erwartet. Amazing! Woohoo! Riesige Spinne in Tobago. Wir fangen gleich mit diesem absoluten Biest an. Sie wurde gefilmt, wie sie an einer Wand in Tobago krabbelte. Wenn du denkst, dass du dich nicht vor Spinnen fürchten kannst, dann wird es nicht lange dauern, bis du diese Überzeugung überdenkst, denn diese Spinne ist auf einem ganz neuen Niveau. Im Ernst, sieh sie dir an. Sie sieht aus, als könnte sie dich aus deinem eigenen Haus aussperren. Das Bild wurde von einem TikTok-Nutzer geteilt, der es einfach mit einem Tag versah: Große Spinne in Tobago. Hausspinne in Japan. Dieser Mann hier will seinen Urlaubstag in Japan wahrscheinlich mit etwas anderem verbringen als Spinnen zu jagen. Die Jägerspinne, die von den Einheimischen Ashidaka Gumo genannt wird, was wörtlich übersetzt hochbeinige Spinne bedeutet, ist eine der gruseligsten, die es gibt. Ashidaka Gumo ist nicht nur groß, sondern auch schnell. Diese Spinne hüpfte über die Wand und den Boden, als wäre sie Spider-Man. Sie sind nicht dafür bekannt, Netze zu spinnen, da sie ihre Beute lieber mit unglaublicher Geschwindigkeit jagen. Außerdem erreichen sie eine Beinspannweite von 30 cm. Glücklicherweise sind Jagdspinnen zu Menschen freundlich und gutmütig und stellen keine ernsthafte Bedrohung dar. Bananenspinne. Wenn eine Spinne auf den Namen Mörderin hört, sicher der letzte Besucher, den du in deinem Haus haben möchtest. Diese Frau war wahrscheinlich auch schockiert, als sie eine Bananenspinne in ihrem Garten entdeckte. Sie hat ein Nest gebaut und ein riesiges Ei ausgebrütet. Also hat sie offensichtlich nicht vor, bald wieder zu gehen. Das ist die schlechte Nachricht, denn diese Spinne ist eine der am meisten gefürchteten in der Wildnis. Sie gehört zur Gattung Phoneutria, was, wie gesagt, wörtlich Mörderin bedeutet. Den Namen Bananenspinnen haben sie bekommen, weil sie sich oft in Bananenblättern verstecken. Du kannst sie an ihren gestreiften Beinen mit dunkelbraunen Markierungen erkennen, die Raubtiere davor warnen, dass sie extrem giftig sind. Sie sind ziemlich aggressiv und haben einen besonders fiesen Biss. Eine entkommene Riesenspinne fangen. Das Video zeigt eine riesige Vogelspinne, die aus ihrem Gehege ausgebrochen ist und versucht, ihrem Besitzer zu entkommen, während dieser versucht, sie einzufangen und zurückzubringen. Man kann sogar ihre Schritte hören, während sie durch das Haus hüpft. Oh, shit. Weißt du, wie groß eine Spinne sein muss, um hörbare Schritte zu machen? Die Antwort ist sehr groß. Sogar der Besitzer hat Angst, sich ihr zu nähern. Und ist im Video oft zu sehen, wie er zögert. Die Spinne weiß das. Und deshalb hat sie sich, als sie in die Enge getrieben wurde, nur scharf auf ihren Verfolger zubewegt, sodass dieser in Panik geriet und zurücktrat, während sie die Flucht ergriff. Riesenspinne, die eine tote Maus trägt. Stell dir das vor. Es ist ein kühler Morgen. Du hast gerade deine morgendliche Hausarbeit erledigt und willst dich auf den Weg zur Arbeit machen. Plötzlich schreit dein Nachbar, dass du kommen sollst, um etwas Cooles zu sehen. Du bist neugierig, also gehst du natürlich hin, nur um festzustellen, dass das, was er dir zeigt, nicht cool, sondern erschreckend ist. Jason Womel filmte den Moment, in dem eine gruselige Spinne den Kadaver einer Maus über den Kühlschrank seines Nachbarn schleifte. Es ist nicht ganz klar, ob die Spinne das Nagetier tatsächlich erlegt hat oder ob der alte Achtbeiner einfach nur über die fleischige Mahlzeit gestolpert ist. Auf jeden Fall ist es ein gruseliger Anblick. Riesige Jägerspinne unter dem Fenster. Australische Häuser haben eine Vorliebe für riesige Spinnen. Aber nicht irgendeine Art. Huntsman, um genauer zu sein. Diese Kerle haben die Vorherrschaft erlangt und mittlerweile lässt man sie einfach machen. Dieses riesige Exemplar macht sich einen schönen Tag und chillt vor dem Fenster.
Zuerst ist sie nicht ganz sichtbar, aber sobald der Mann an die Wand klopft, kommt sie in voller Montur heraus, um ihre Besucher zu begrüßen. Ja, jetzt gehört ihr das Haus. Dann gelingt es dem Mann, in dessen Haus sie eingedrungen ist, sie auf einen Stock zu setzen und vom Grundstück auf die freie Wiese zu bringen. Es sieht allerdings nicht so aus, als würde sie dort lange bleiben wollen. Riesenspinne im Kinderzimmer gefunden. Was ist schlimmer, als einen Achtbeiner in deinem Haus zu finden? Eine Spinne im Zimmer deines Kleinkindes zu entdecken oder ein Viech, das eigentlich auf der anderen Seite der Welt existieren sollte. Wo wir gerade beim Thema sind, warum nicht beides? Dieses Video zeigt den Moment, in dem eine Mutter aus Michigan etwas Seltsames im Zimmer ihres 21 Monate alten Sohnes fand. Zuerst dachte sie, es sei ein großer Ball aus Schnur. Als sie sah, wie es sich bewegte, wurde ihr schnell klar, dass es kein Ball war. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Verrückte an diesem Video ist nämlich, dass die Spinne nicht nur in einem Raum ist, in dem sie nicht sein sollte, sondern auch in einem Land, wo sie nicht hingehört. Nachdem Julian Duke das Video auf Facebook gepostet hatte, untersuchten Experten es und stellten fest, dass diese Spinnenart nicht in den Vereinigten Staaten heimisch ist. Sie mag zwar meilenweit von zu Hause entfernt sein, aber sie hat bei der Familie Duke sicher einen Eindruck hinterlassen. Riesige australische Huntsman-Spinne. Eine Jägerspinne chillt mal wieder in den Wäldern Australiens. Eigentlich sollte sie zum Ehrenbürger ernannt werden. In diesem Video macht die Spinne nichts Besonderes, außer es sich gemütlich, tänzelt herum, als würde ihr der Ort gehören. Wenn du nicht aufpasst, könntest du sie für ein Familienmitglied halten. Aber nein, diese Spinne ist tatsächlich ein Eindringling. Wie du wahrscheinlich an der Geste der Person, die die Kamera hält, erkennen kannst, will sie sie hier nicht haben. Die Frage ist nur, was sie dagegen tun werden. Die Spinne scheint auf jeden Fall nicht eingeschüchtert zu sein, nicht im geringsten. Du bist dran, Kamerafrau. Riesenspinnen. Hast du dich jemals gefragt, wie groß eine Spinne werden kann? Ja, wir wissen, dass sie gruselig sind, mit unheimlichen Augen und 8 Beinen. Aber deshalb hat das Universum sie auch ganz klein gemacht, oder? Könntest du dir vorstellen, dass Spinnen riesig sind, mit all den gruseligen Eigenschaften, die sie eh schon haben? Weißt du was? Streich das. Du brauchst dir das nicht vorzustellen, denn wir haben jetzt eine. Die Kreatur in diesem Video sieht so aus, als würde dein Albtraum zum Leben erwachen. Diese Spinne sieht aus wie ein absolutes Biest, das da einfach so herumsteht. Kein Wunder, dass viele Leute zuerst dachten, sie sei eine Fälschung, aber sie ist echt. Absolut furchterregend und sieht aus, als gehöre sie in einen Horrorfilm, aber sie ist trotzdem echt. Eine riesige Spinne, größer als eine Hand. Wo wir gerade von Horrorfilmen sprechen, hier ist etwas, von dem du dir wünschen würdest, du hättest es nie gesehen. Ja, das 8-beinige, gruselige Ding, das gerade an der Wand dieses Mannes hochgekrabbelt ist, ist eine Spinne. Aber sieh dir die Größe des Dings an. Das große schwarze Biest mit einer Spannweite von über 6 cm hat einen fetten Körper und dicke, haarige Beine. Der Mann klettert mutig auf seinen Stuhl, um es mit seinen bloßen Händen zu fangen, aber die Kreatur ist so groß, dass seine Hand winzig erscheint. Der Kampf zwischen Mensch und Tier wurde auf Facebook gepostet, nachdem er in Portugal gefilmt worden war. Jägerspinne am Fenster. Lorraine Ansell aus Queensland, Australien, kochte eines Abends mit ihrem Freund, als ein ungebetener Gast ihren ruhigen Abend in eine Nacht des Schreckens verwandelte. Es handelte sich um eine Jagdspinne und dieses Tier war nicht in der Stimmung für lustige Dinge. Sie sind nicht wirklich gefährlich für Menschen, aber sie wirken so bedrohlich. Zuerst versuchte das Paar, die Spinne aus dem Weg zu räumen, aber sie merkten schnell, dass sie nun Geiseln in ihrem eigenen Haus waren. Selbst die Katze hatte zu viel Angst vor der dämonischen Spinne, um sich zu rühren.
Nach einem erbitterten Putt, das damit endete, dass Laurins Partner die große Spinne über die Glastür stieß, zog sich der riesige Eindringling mit leichten Wunden zurück. Es ist jedoch unklar, ob die Kreatur für immer verschwunden ist oder nur auf der Lauer liegt, bis sie das nächste Mal angreift. Das sind 11 der gruseligsten Spinnen, die in Häuser eingedrungen sind. Was würdest du tun, wenn du dich jemals einer großen Spinne gegenüber siehst, die bei dir zu Besuch gekommen ist?